der Software Asset Management Strategies 2014. Ich begrüße hier bei mir Dr. Matthias Schuchert von der Leoni AG. Möchten Sie vielleicht kurz vorstellen? Ja, danke schön. Mein Name ist Dr. Matthias Schuchert von der Leoni AG. Ich bin dort der Global License Manager, also zuständig für die Compliance weltweit unseres Konzerns. Aus Ihrer Sicht, was sind denn momentan die aktuellen Herausforderungen im Bereich des Software Asset und Software License Management? Das ist eigentlich die Globalisierung. Und zwar, wir haben fast ca. 88 Standorte weltweit. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass die gesamten Asset-Daten weltweit verteilt sind. Und die zu zentralisieren, das ist eigentlich für uns im Moment und ich denke auch für andere global aufgestellte Unternehmen die Herausforderung. Und wie reagieren Sie und Ihr Unternehmen auf diese Herausforderungen in der Zeit? Indem wir ein Projekt gestartet haben, SEM at LICOM, um praktisch alle Asset-Daten und Lizenzdaten zu zentralisieren. Ist das auch das Projekt, mit dem Sie glücklicherweise gestern den SAMS Award 2014 gewinnen konnten? Ja, genau. Das ist dieses Projekt. Also vielen Dank nochmal für den ersten Preis. Genau das ist das Projekt. Die Herausforderungen in diesem Projekt waren halt wirklich, alle Asset-Daten zu zentralisieren, aber auch ein nachhaltiges Lizenzmanagement weltweit aufzubauen. Das heißt, wir haben in jedem Standort einen lokalen Lizenzmanager, der sich für die Lizenzen letztendlich am Standort kümmert. Und die ganzen Daten werden zentral in eine Datenbank gespeichert. Und das Wichtige dabei ist, dass wir auch Schnittstellen zum Einkaufssystem haben, sodass dann auch alles, was eingekauft wird, größtenteils zentral beschafft wird und in LICOM letztendlich hinterlegt wird. Sie haben bei uns ja auch einen Vortrag gehalten, gestern schon, ja, mit dem Thema Identifikation und Koordination relevanter Kernprozesse als Basis für ein effektives Software-Lizenzmanagement. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Es ging darum, zwei Prozesse, also zwei Regelwerke, und zwar die ISO-Norm, die 19770-1, sowie ITIL V3, also die Prozesse dort näher zu beleuchten, um ein hinreichendes und notwendiges Lizenzmanagement also aufzubauen, also ein nachhaltiges Lizenzmanagement. Weil dort sind alle entsprechenden Prozesse beschrieben, die man braucht für ein Lizenzmanagementsystem. Wie wichtig ist denn bei Ihrer Weiterentwicklung Ihrer Software-Asset-Management-Strategie der Austausch auf der SAMS 2014 und der Austausch mit Ihrer SAMS-Community? Sehr wichtig. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viele Anregungen hier aus der Tagung. Auch gerade das Networking, also auch andere Firmen kennenzulernen, auch die entsprechenden Toolhersteller genauer kennenzulernen. Also ich denke, es war eine sehr große Bereicherung. Wunderbar, dann freuen wir uns, dass es für Sie erfolgreich war, auch als SAMS Award-Gewinner, und hoffen, dass wir Sie wieder bald bei uns begrüßen ja, dürfen. Ja, gern, auf alle Fälle. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.